David, und du darfst gerne mal die Begrüßung machen. Ja, bitte. Gut, dann sage ich erstmal einen wunderschönen guten Abend und ein herzliches Willkommen zu unserem Preseason-Test vom MSC heute aus Portimao. Es gab ja heute frisch ein Update für die Xbox für F1, weil es da wohl durchaus ein paar Fehler gab, was Force Feedback-Einstellungen angab. Entsprechend passt uns das natürlich heute sehr gut, dass wir auch das ausgiebig testen können, ob das jetzt funktioniert. An meiner Seite ist heute Jan Schero und einmal der David, der bei uns dieses Jahr über als neuer Co-Kommentator zur Seite stehen wird. Und damit übergebe ich auch mal das Wort an David. Dann hast du wahrscheinlich nicht deine Audio mit einbezogen. Ich schaue mal eben kurz. Ja, heute geht alles ein bisschen. Was haben wir denn hier? Optionen. Ah, okay, warte mal, dann müssen wir mal gucken. Party Audio. Jetzt müsste es gehen. Es tut mir leid. Jetzt. Liebe Zuschauer, das war mein Fehler. Jetzt gebe ich nochmal das Wort Probleme an hier. David. Ja, also, jo, hallo. Jetzt hören wir mal. Ja, ich bin natürlich jetzt hier als Unterstützung, als Co-Kommentator die komplette Season F1 2023 hier. Ich freue mich drauf und ich bin gespannt, was die Season uns so bringt. Ja, jetzt haben wir leichte Startschwierigkeiten gehabt. Mhm. Ich hoffe jetzt technische Schwierigkeiten, ja. Weiß ich, Jan, kannst du uns ein Feedback geben? Passt das denn von der Audioqualität? Ja, also ich denke schon. Ja, weil David war eben sehr leise bei mir im Kopfhörer zumindest, aber wenn unsere Zuschauer ihn gut verstehen können, dann passt das ja. Dann passt das ja, genau. Genau. Wir jetzt mal eben kurz. Ich muss auf dem Handy, hört sich nicht schlecht an. Ronny, nee, können wir nicht zugucken, der fährt wieder in die Box. Schnee ist hier gerade auf der schnellen Runde, Platz 9, beim Aston Martin. Der Ritzeflitzer wärmt hier auch gerade seine Reifen auf. Wir nehmen uns mal die Rundendaten an und die Streckenkarte, da können wir ein bisschen was gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt, welche Zweikämpfe wir hier in Portugal sehen werden. Der Aston Martin 1.19, damit auf Platz 7. Ja, kurze gelbe Flagge in Sektor 3. Da scheint es Probleme zu geben. Ja, das ist hier der letzte Flitzer, der macht seine Reifen warm, oder wie? Ja. Wir sind jetzt gerade live dabei, gucken wir uns das Ganze an. Ja. Da scheint es noch irgendwelche Probleme zu geben. Ja, fährt auch in die Box, also. Schauen wir doch mal. Ja, Mercedes, auf jeden Fall Platz 1. Ja, und wir dürfen, wenn wir uns das mal angucken, Nikolai und der Neuzugang bei McLaren, Suvex. Das sind 0,001 Sekunden Unterschied, also das ist schon spannend davon, ne? Während letzte sich ein Haas, der Florian gedreht hat. Surix ist im Moment Sektor 1 der schnellste. Also da könnte es vielleicht nochmal auf Platz 1 gehen für den McLaren.
definitiv eine Zeitenverbesserung. Wie wir auch schon bei der Bekanntgabe der Fahrer mitbekommen haben bei McLaren, Surex ja auf expliziten Wunsch mit reingekommen. Also es war ja schon ein Teil der Vertragsverhandlung. Das ist so richtig. Ja. Schnellste Runde jetzt hier von McLaren. Ja, 1.17.009. Noch nicht ganz die 16er Zeit, aber nah dran. Mhm. Währenddessen Nikola jetzt auf seine schnelle Runde geht. Ja. Müssen wir mal schauen, ob er kontern kann. Macht ja, schon die Runde ungültig. Ja. Schauen wir doch mal Ronny hier zu. Der hat auch irgendwelche Probleme. Ah ne, der macht die Reifen warm, okay. Lab, sollte aber jetzt so langsam mal aufs Gas treten, wenn er halt die Hot Lap beginnen will. Ja, wie wir ihn letztes Jahr schon liebevoll genannt haben, Ronny den Drücker, dann drückt er auch jetzt. Oder er fährt wieder in die Box. Jetzt drück Ronny. Ne, der fährt wieder in die Box, gehe ich mal von aus. Ja, der fährt wieder. Obwohl? Ne, jetzt drückt er durch. Weil er da nicht zu wenig Schwung mal mitgenommen hat. Das in den Kurven gut machen kann. Ja, gerade hier in Portimao Turn 1 und 2, die haben es natürlich in sich. Da muss man schon gucken, dass man mit Maximalspeed durchkommt. Aber auch dementsprechend schnell kann man sich die Track Limits holen. Und die Runde damit ungültig machen. Ja, Nikolai fährt jetzt hier in die Box. Genau, konnte es nicht, hat es nicht geschafft, Surex vom Platz. Der Haas hat sich auf Platz 3 boxiert. Aktuell. Ja, Wetschak auch ungültig die Runde. Zweiten Aston Martin Fahrer Schnee ist in der Box. Genau, Ronny, da schauen wir mal. Blitzer jetzt hier in der Outlap. Schauen wir mal Ronny zu. Jetzt hier durch die letzte Kurve auf Start und Ziel, dann schauen wir mal, wo die Zeit bei mir stehen bleibt. 0,400 schneller kann sich damit auf Platz 4 eine halbe Sekunde verbessert. Ja, jetzt kommt der ersten Martin. Jetzt gibt es hier keine Probleme in der ersten Kurve, da sich die zwei ersten Martin Fahrer getroffen haben, aber nicht berührt. Ja, wenn dessen Red Shark seine schnelle Runde nicht gewertet wird, die hat er ungültig gemacht. Ja, Ritzeflitze. Liegt jetzt hier auch eine alternative Boxenlinie, wo ich das gesehen habe. Aktuell viele gelbe Sektoren hier. Na, der Red Bull. Hat ja nicht die nötige Geschwindigkeit. Dessen Ritzenflitzer weiter auf Verbesserungskurs, konnten wir nochmal eine Zehntel finden. Ja, der Red Bull. Ei! Das ist natürlich jetzt langsam. Den ersten Mat mitgenommen. Ja. Muss er aufpassen. Wird man da in die Box. Ja, während Ritzenflitzer sich einen Platz gut macht, so nach Platz 7 landet. Aber so viel ist das nicht zwischen 7 und 8. Also da gibt es auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Ja, der Haas hier wieder auf eine Outlap. Möchte sich hier nochmal verbessern. Während der Aston Martin jetzt hier auch auf seiner schnellen Runde fährt. Der Schnee meinst du? Mhm.
ja dein Cockpit überlassen hast. Ja, wohl oder übel, weil ich der ganzen Season zugestimmt habe, mitzukommentieren. Ja, das ist auch eine sehr gute Entscheidung. Ja, ich freue mich auch drauf. Weil hier bei uns im Livestream, da hat man natürlich alles aus nächster Nähe. Da braucht man nicht gucken, wenn man vorne wegfährt oder hinten wegfährt, was da los ist. Wir können es alles überblicken hier. Ja, aus unserer Kommentatorbox hat man den besten Überblick. So, und konnte noch 1,1 Sekunden finden. Und damit, ja. Oh, vor Ritzenflitzer wieder, ne? Ja. Somit ist Schnee jetzt hier im Aston Martin auf Platz 7. Aktuell. So, jetzt hier der Haas auf seine schnelle Runde. 65.000 Grad schneller in Sektor 2. Schauen wir doch mal zu. Hat jetzt aber schon wieder verloren. Schauen, was er hier noch rausholen kann, aber ich denke, das wird. Ja, das wird nichts. Das wird nix. Ab in die Box. So. Schnee immer noch draußen. Eben Aston Martin. Mal schauen, ob er hier vielleicht noch seine Zeit verbessern möchte oder in die Box fährt. Ja. Also, wenn meine Anzeige stimmt, ist er aktuell 2/10 auf Verbesserungskurs. Gucken wir mal, was auf Start hierbei rumkommt. Das ist ja 64.000 Verbesserung, aber leider kein Platz. Es wird jetzt auch eng, noch mal eine Runde ranzusetzen. Also gleich sind die letzten zwei Minuten angebrochen. Gelb in Sektor 2. Sektor 2, gelb. Löst Ronny aus, der ist auf seiner Outlap. Ja, genau wie hier Bloodwork im McLaren. Lässt den Aston Martin sogar vorbei. Ja, da hat ja jeder so seine eigene Einstellung, wie er die Reifen auf Betriebstemperatur bringt. Der eine mag es schnell, der andere langsam. Ja, kann natürlich sein, dass der McLaren da so ein bisschen empfindlich ist und ein bisschen mehr. Ja, wir sollten mehr auf den Chat achten. Kommt hier gerade von den F1-Fans. Begrüßen natürlich alle Formel 1 Fans da draußen an den Bildschirmen. Ja. Micha, alias Maske, ich werde mich verbessern. Ich habe den Chat jetzt auch offen. Wir haben leichte Schwierigkeiten gehabt. Ich bin ganz für dich da. Stellt sich mir aber die Frage, wo bist du denn? Warum ist dein Cockpit denn nicht besetzt? Ja, das ist eine gute Frage. Soweit ich das mitbekommen habe, hat er, glaube ich, keine Zeit gehabt oder ähnliches. Oder hat es nicht geschafft. Ja, währenddessen jetzt hier Ronny könnte sich eventuell verbessern. Im Aston Martin. Ob er seine Zeit von 1,18 toppen kann? Ja, aber leider kein Platz 3. Ja, während der Bloodwork ist auf Verbesserung. Surex auch. Oh, da hat sich jetzt hier leider in der Kurve ein wenig eingedreht. Nikolai Mercedes auch leicht in Verbesserung. Ja, wir schauen jetzt mal eben kurz bei Bloodwork zu. Die Linie, Platz 5 für ihn. Florian bestätigt Platz 3. Nikolai ist auf Verbesserungskurs. Surex allerdings auch. Bleiben wir mal bei Nikolai, der kommt als erstes über die über Startziel. So, jetzt hier im Quali 1 bleibende Zeit 3 Minuten.
draußen fahren, die werden natürlich berücksichtigt. Ja, jetzt ist Feierabend. So, der erste geht über Stadtziel. Nikolai konnte sich nicht verbessern. Surex hier kann sich verbessern. Ja, ja fährt kann sich zwei Ziele verbessern. 1,16,8. Damit unter einer 1,17 hier in Portugal, was sehr stark ist. Der Haas, was ist da passiert? Der hat Fehler. Ja, der hat sich nicht verbessern können, hat jetzt schon die Rückfahrt zur Box angeleitet. So, der letzte ist jetzt auch der Ritzenflitzer, ob der sich noch verbessern kann. Ja, man schiebt hier einen Notdienst laut dem F1-Fan hier bei uns. Ja. Qualifying hier mit zu Ende. Surex aktuell Platz 1. So, damit ist Qualifying beendet. Mercedes auf Platz 2, Haas auf Platz 3, was eigentlich eine Überraschung ist mit dem Auto. Respekt, Aston Martin auf Platz 4, McLaren auf Platz 5, Williams auf Platz 6, Aston Martin auf Platz 7, der Alpine auf Platz 8. Schade drum, aber mein Gott. Der Red Bull auf Platz 9, da hätte man sich vielleicht auch noch besser platzieren können. Habe ich dich gerade unterbrochen, Patrick? Wolltest du noch irgendwas sagen? Nein, ich wollte genauso wie du einfach mal die Platzierung durchgeben. Auch nochmal Glückwunsch an Surex. Mal schauen, wie das Rennen für ihn wird. Ist Florian Ersatzfahrer? Ich weiß. Gibt es da irgendwelche Informationen, Patrick? Ja, okay. Ja, Florian ist Ersatz. Während man jetzt hier wer uns letztes Jahr schon verfolgt hat, der weiß, dass jetzt die üblichen 5 Minuten Pause sind, damit die Fahrer sich noch einmal ihre Strategie überlegen können. Anpassen, Reifen wechseln, ähnliches. Genau. Nochmal durchatmen, sich fokussieren. Und dann wird gleich genau, auch nochmal die Schweißtropfen wegwischen. 20.37 Uhr ist dann der Rennstart. So. Ich werde mich auch noch mal einmal ganz kurz verabschieden. Ich bin gleich wieder bei euch. Ja. Übliche 5 Minuten. Stille. Ja. Verschenkt man auch im Livestream ein Geschenk-Abo. Mal schauen, welche Strategien sich hier die Rennstelle und die Fahrer ausgedacht haben. Ob man hier viele harte Reifen oder Mediums am Start sieht. Ich tippe ja eher auf Mediums, wahrscheinlich, obwohl 33 Runden könnte man zuerst auf Hard und dann auf Mediums wechseln. So, oder man fährt hier
Ja, ich habe gerade schon ein bisschen überlegt, welche Reifen wir hier zum Start sehen werden, ob das jetzt eher harte sind oder mediums. Bei 33 Runden könnte man auf eine Boxenstrategie vielleicht hoffen oder setzen. Ja, mal schauen. Das müssen wir sehen. Also, ob McLaren mit einem Einstopper durchkommt, ja, könnten sie, aber wahrscheinlich mit so einem Medium-Hard. Weil der Wagen ist ja doch schon ziemlich reifenbordend. Anders sieht es natürlich aus bei Mercedes. Also, was wir auch jetzt am Wochenende wieder sehen konnten, der ist sehr gut zu den Reifen, sodass man auch ein sehr, sehr langes Stint theoretisch mit Soft-Reifen machen könnte. Und okay. Eventuell auf dem Medium gehen. Da sind wir mal gespannt, was die Strategen der einzelnen Teams dann für uns bereitstellen. Ja, und mal schauen, was das Wetter so sagt, ob man jetzt hier vielleicht noch im Regenrennen, also ob wir jetzt hier ein Regenrennen haben. So, des Weiteren muss ich jetzt auch nochmal Danke an unseren Saint sagen für sein Abo. Ja, das hatte ich gerade eben auch schon betont. Ja, soweit die Info, ja, bleibt trocken aktuell hier in Portugal. Ja, mal abwarten. Kann ja noch werden. Ja. So langsam. Aber sicher gehen wir auf den Start los. Saint sagte schon, Support ist kein Mord, das ist richtig. Ja, vielen Dank dafür. Wenn du das nächste Mal live bist, ich supporte dich auch gerne. Ja. Ja. Sehe ich das richtig, dass wir aktuell keine Ferrari-Fahrer hier haben? Scheint so. Nein. So aus ganz dunklen Kreisen habe ich gehört, dass Ferrari aktuell immer noch am Chassis baut. Sich daher nicht für das Preseason-Testing zeigen wollte. Ja, nicht, dass da irgendwas noch kopiert wird bis zum Rennstart, bis zum Saisonstart. Von daher bleibt das ein Geheimnis und wir werden gespannt sein, wie es denn zu Saisonbeginn für Ferrari-Piloten aussieht. Ja, und ob das Auto dann auch am Ende was taugt, ne? Wenn da jetzt noch Umbauarbeiten sind am Auto. Ja, mal abwarten, ja. Jetzt startet man hier. Genau, und das geht in die Einführungsrunde. Wir schauen mal eben kurz, wer welche Reifen denn. Ja, ich sehe hier gerade aktuell Hart, glaube ich, auf dem McLaren auf Platz 1. Weil ich das gesehen habe. Genau, Surek startet auf Harten, Nikolai und Florian auf die Mediums. Bei Aston Martin hat man sich für den Softreifen entschieden. Ebenfalls Bloodwork auf den harten Reifen. Bei Williams, bei Chine sitzt man auch auf den Medium. Zufluchtsam Alpine auch auf dem Medium. Schalko ist ja schon in der letzten Saison bekannt dafür gewesen, dass er sehr oft auf den Soft startet. Auch heute wieder. Ja. Ja, er bleibt seinen Softs treu. Ja. Definitiv. Das ist natürlich interessant. Also, Surek und Nikolai waren ja nicht so weit auseinander. Nee. Surek da erstmal einen Nachteil, eventuell, wenn er den harten Reifen hat. Ja, die brauchen natürlich, ne? Bis sie aufgewärmt sind. Die harten Reifen hier bei Surek, bei McLaren. Da Mercedes nicht schon in den ersten Kurven vielleicht ein Überholmanöver ansetzen wird oder aber bis zur DRS, also bis zur dritten Runde wartet. So. Ja, also langsam kommt man jetzt hier wieder auf die Zielgeraden. Das verdotiert sich. Auch hier sind wir ja gespannt. In der letzten Saison konnten die Fahrer ja ihre Einflussrunde nicht fahren, weil wir da ja schon Probleme hatten. Also haben wir gleich schon mal das erste Testkriterium: Können wir die Einflussrunde fahren? Das sind die Startrunde stellen und die Reifentemperaturen bleiben uns so, wie sie gefahren sind.
Ja, jetzt ist man hier so langsam wieder in der Startaufstellung. Ja, McLaren, Mercedes und Haas, die werden sich jetzt wahrscheinlich... Oh, DSQ. Ja, wahrscheinlich mit den Startboxen zu weit reingefahren. Oder gibt's da... Sind in die Startboxen zu weit reingefahren, standen nicht richtig. Die anderen sind an. 4, 5 Lichter. Lichter sind aus, es startet hier das Rennen in Portugal. Ja. So, jetzt kam Medium weg mit den Karten, wie zu erwarten. Mercedes. Ja, der setzt hier schon auf Platz 1. Obwohl Surix sich hier noch nicht so ganz geschlagen gibt. Er möchte jetzt hier auf jeden Fall noch dranbleiben. Der Haas hinten dran. Ja. Der Aston Martin könnte vielleicht ein Überholmanöver ansetzen. Auf den Softreifen. Ja, Bloodwork. Platz 5. Aktuell. Ja, da passiert dann auch Red Shark. Ritze Flitze hat eine Position gut gemacht, hat den Aston Martin schon am Start überholt. Ja, aktuell keine weiteren Positionsveränderungen. Wir bleiben mal bei Ronny, der macht gerade so ein bisschen Druck auf den Hauspiloten mit seinen Softreifen. Ja, der will ja auf jeden Fall demnächst überholen. Ja, die müssen natürlich jetzt auch den Vorteil nutzen. Da ist Surex ein bisschen weit gegangen. Jetzt geht man hier auf die Geraden. Nikolai setzt hier schon mal eine Zeit von 1:22.4 im Mercedes auf den Mediums. Ja, jetzt überholt der kleine Kampf hier zwischen Haas und Aston Martin. Wir werden es jetzt sehen bei der Traktion. Wer hat mehr Traktion? Ja, da kommt man ganz klar, der hat wesentlich mehr Traktion. Kommt man einfach schneller raus. Fetze Flitzer hier gerade mit Red Shark im Zweikampf. Williams und Alpine. Ja. Red Shark hier aktuell auf Platz 6. Ja, Ritzeblitze so langsam an den Williams rankommt. Ja, jetzt hat man doch sich hier ein wenig verschaltet und macht den Abstand hier wieder größer. Währenddessen hinten dran der Aston Martin, der kommt auch so langsam an das Zweierpaar hier ran. Der Schalko muss abreißen lassen, also der Red Bull scheint mit den Softreifen nicht so gut zu gehen. Kann währenddessen Nikolai Temperaturprobleme kriegt. Ja, Bestzeit gefahren. Ja, der ist activated. Red Shark kommt jetzt langsam zumindest an den McLaren ran. Von Flatwork. Ronny konnte an Surex vorbeigehen. Mal sehen, ob Surex jetzt kontern kann, weil der kann nicht. Jetzt kommt DRS an. Aber hat natürlich noch die harten Reifen. Die 300stel. Ja, jetzt hier Ritzeflitzer mit Red Shark. Ja, kann ihn überholen aktuell. Der Williams und Alpine, die machen sich hier breit. Das ist aber hier Wheel to Wheel. Zu zweit. Ja, durch die Kurve ist. Gerade durch die Kurve. Das ist schon sehr. Das ist eigentlich eine der schwierigsten Kurven hier auf der Strecke. Gerade was da kann man leicht auch zurückgehen. Ja, währenddessen Red Shark möchte die Position nicht aufgeben, bleibt weiterhin Platz 6. Ritzeflitzer im Alpine bleibt weiterhin Platz 7. Vielleicht nimmt er die DRS-Zone auf der Geraden mit und kann somit vielleicht Red Shark überholen. Ja, das wäre natürlich schlau von Red Shark, wenn er einfach Ritzeflitzer jetzt vorbeilassen würde und dann kann er ihn mit DRS covern. Also da bleibt aber es auf dem Spannwert. Aber dahinter wartet auch schon der Schnee. Alpine, ich wollte es gerade sagen. Dem Aston. Ja, der zieht hier durch, Ritzeflitzer hat hier keine Chance, die Batterie ist auch leer. Der Aston Martin überholt beide aktuell hier auf der Geraden. Ja, hat gutes DRS gemacht. Jetzt hat man hier aber leider die Kurve nicht so gut bekommen. Ja, Achtung,
Es ist gelb, da hat sich der Florian rausgedreht. Der M-Haas. Da wird jetzt hier natürlich überholt. Ja, hat jetzt natürlich auch heiße Reifen. Surex wird hier überholt von Ronny. Aber Surex kann sich hier noch verteidigen aktuell. Ronny auf Platz 3. Surex auf Platz 2. Nikolai fährt hier ein super Rennen. 5 Sekunden Abstand zu Surex fast. Der kann hier eigentlich durchfahren. Ja, wobei Surex an der Pace war ja gut. Er hat die harten Reifen drauf, die tendenziell ein bisschen schlechter sind. Und Nikolai muss die noch fahren. Außer man geht bei muss Pace jetzt wirklich auf einen Medium-Soft-Stint. Ja, mal abwarten. Mal schauen, wie sich hier Mercedes entschieden hat. Ja, Ronny kommt jetzt hier langsam auf Surex. Ja, ist jetzt wieder ran. DRS, kann vorbeiziehen. Da kommt auf jeden Fall jetzt die DRS-Zone. Jetzt zieht man hier an Surex vorbei. Nimmt die Kurve ein wenig enger. Ja. Aber der McLaren, ja. 30 Sekunden Zeitstrafe hier für McLaren auf Platz 4. Ja. Da sind wir beim Thema, was wir ja schon sagten, ne? Die Track Limits. Da sind wir noch gar nicht so extrem drauf eingegangen, aber. Wir haben es ja schon im Qualifying gemerkt, dass man durchaus sich ganz schnell am Kurve 1, 2 die Runde verpacken kann. Wenn man dazu ja ausschaut, das wird dann wieder der Doppelgefahr gewesen sein. Leider. Die Zeitstrafe hätte nicht sein müssen. Ja, Red Shark aktuell. Laut Dreier gespannt. Duell zwischen Alpine und Williams, Svetschak und Ritzblitzer, die hier geben sich hier das Duell hier in Portugal. Der Aston Martin kommt hier auch langsam an das Duo hier ran und möchte sich natürlich wieder ein paar Plätze holen. Wenn man hier das DRS schlau einsetzt, könnte man sogar. Das langt nicht ganz. Ja. Währenddessen Surex, die wieder so langsam auf Ronny, auf den Aston Martin, kommt wieder langsam ran. Ja, Redshark, Ritzflitzer, die tauschen hier schon wieder Plätze. Ja, das war aber abzusehen. Also Ritzflitzer hat ja seine Batterie komplett leer gefahren. Dementsprechend konnte er auch nicht immer noch hat zwar jetzt DRS. Nee, da geht man. Ja. Da bremst man auf. Pierre Surex hier auf den Aston Martin bei Ronny auf Platz 2. Der möchte hier auf jeden Fall Ronny ein wenig ärgern. Ja, die beiden haben sich auch lieb. Aber Ronny drückt noch nicht. Also der hat dazu gelernt, er drückt nicht voll durch. Er spart sich diesmal die Energie auf. Ja, wobei man sagen muss, soweit ich das sehe, ist der Batteriestand bei 2 nicht so gut. Also da muss man jetzt hier abwägen, die DRS-Zone hier mitzunehmen. Auf der Geraden könnte man, Achtung, gelb in Sektor 2, der Haas ist raus. DNF, ja, Safety Car hier in Runde 7 in Portugal. Ja, jetzt kann man hier vielleicht Reifen wechseln oder auch draußen bleiben. Ja, der McLaren fährt hier in die Box. Durchfahrtsstrafe, Rasen, während Safety Car Phase, Red Bull. Ja, die Strafe möchte man natürlich nicht mitnehmen. 3 aktuell in der Box. McLaren, Williams und Alpine. Ärgerlich für Haas. Ja, schade. Da wird sich. Ja, Günther Steiner auf jeden Fall nicht drüber freuen. Nee, das Auto ich glaube nicht über den freuen. Anruf, den Günther dann kriegen wird. Nee, obwohl das hier zwar eigentlich ein Testrennen ist, aber wenn man hier auch das Auto wegschmeißt, sind das auch natürlich wieder hier Reparaturen am Auto, die man sich eigentlich sparen kann. Ja, sind wir wieder beim Budget Captain noch. Aber somit kann auch Bernd Mailänder jetzt schon mal testen, wie sein Auto sich anfühlt für die kommende Saison. Ja.
Ich glaube, was war das? Ich glaube, das war sogar ein Aston Martin, oder was war das? Aston Martin oder Mercedes? Mal schauen. Ja, Nikolai Mercedes fährt jetzt hier auch in die Box, möchte auch frische Reifen draufziehen, währenddessen Ronny ja auch reinfährt mit den Softs. Also und auch der McLaren, also alle jetzt drin gewesen, glaube ich, aktuell. Also für Ronny natürlich absolut passend. Ja. Jetzt kriegt Schalke noch eine Durchfahrstrafe. Schon der zweite aktuell. Er hat hier aber auch aktuell Probleme auf der Strecke. Der steht hier gerade mit dem Red Bull in Kurve 15. Na, jetzt fährt er wieder. Ja. Währenddessen, ja, Schnee jetzt hier im Aston Martin auf Platz 2. Also beide Aston Martins hier aktuell auf dem Podium hinter Mercedes, ja. Während Mailänder hier im Mercedes auch im Safety Car. Ronny ist auf die harten gegangen. Schnee. Ein Hallo an alle Zuschauer da draußen. Nein, Schnee war noch nicht in der Box aktuell, soweit ich das mitbekommen habe. Ja, vielleicht Pokal Schnee. Also Ronny und Nikolai, die versuchen natürlich jetzt mit den Harten durchzufahren. Surex ist dafür, dass er bei den Harten gestartet ist, relativ früh in die Box. Wir müssen mal gucken, ob die Reifen auch die Distanz jetzt noch aushalten. Schalko müsste noch in die Box. Ja. Der aktuell auch noch auf den Softs fährt. Ja, ob jetzt hier der Aston Martin in der Safety Car Phase noch reinfährt. Ah, nee, Safety Car an der Runde. Da wird man auf jeden Fall die Position wahrscheinlich wechseln beim Aston Martin Team. Da wird Ronny wieder die Führung übernehmen und auf Mercedes aufschließen können, wo aktuell Nikolai drin sitzt. Ja, währenddessen Surix im McLaren auf Platz 4, der sich ja natürlich darüber freut, wieder nach vorne zu rutschen, wenn man hier in die Box fährt. Wobei Surix eben den Reifennachteil hatte gegenüber Ronny, jetzt hat er den Reifenvorteil. Ich glaube, da wird sich der Aston Martin Pilot sehr schwer tun, das zu verteidigen. Da wird es auf jeden Fall jetzt ein paar Kämpfe geben. Nee, Aston Martin bleibt draußen. Ronny hat hier aktuell Probleme mit den harten Reifen. Ein bisschen ja, beim man kann aber, ja, oh, ganz schwierig, aber Aston Martin, man hat jetzt hier seinen Teamkollegen überholt. Somit auf Platz 2 Rolli mit dem Aston Martin. Schnee wird jetzt hier überholt von McLaren zu Urix. Auf Platz 4 Aston Martin, Schnee. Ja, da hat man natürlich jetzt den Reifen-Nachteil natürlich, weil man nicht reingefahren ist oder weil man keine frischen Reifen hat. Da kommt auch schon der zweite McLaren, geht jetzt innen vorbei. Mhm. Und war ja, ziemlich schnell, muss jetzt weit gehen, wird die Person Position wieder verlieren. Ja, währenddessen Ritzenflitzer hier aktuell an Schalke vorbeizieht. Mit dem Alpine. Also wie Redshark sich daneben setzt. Ja, überholt hier auch aktuell den Red Bull. Aktuell letzter hier. Na, schauen wir doch mal nach vorne, ob Surex hier auch auf Ronny aufschließen kann. Und somit zweiter eventuell wird. Ja, auf der Grand vielleicht nochmal ein Überholmanöver versuchen. Man hat hier auch die Batterie aktiviert, glaube ich. Ja, die ist aktiviert. Jetzt nicht mehr, jetzt wieder. Also man möchte hier auf jeden Fall den Aston Martin Fahrer überholt. Aston Martin bleibt innen, kann somit die Kurve innen nehmen, bleibt aber, ja, bleibt Platz 2. Man drängt hier ein bisschen den McLaren raus. McLaren jetzt innen und überholt somit den Aston Martin. Ja, Ronny auf Platz 3 aktuell. Schön gemacht von Surex, schön Überholmanöver. Ja, Schnee aktuell, 3 Sekunden Strafe. Da sind die Track Limits wieder. Haben sie zugeschlagen. Red
Red Shark möchte hier wieder aufschließen auf Ritzenflitzer im Alpin. Ob das vielleicht möglich ist, die 100. Ja, Surex, Abstand zu Nikolai bleibt gleich. Mhm. Ja. Schauen wir mal, ob er sich da an Nikolai ranknabbern kann. Ja, und vielleicht Ronny noch ist jetzt schon unter die eine zurück. Sekunde. Ja, vielleicht kommt Surex noch unter die eine Sekunde, um die DRS-Zone, das DRS-Fenster mitzunehmen. Nee, aktuell hier Nikolai. Nee, Surex, aktuell schnellster 1:19.646 im McLaren auf den Mediums. Ja, der ist hier aktuell aktiviert. Das könnte man hier langsam aufschließen. Ja. Alpine auf den Aston Martin. 400stel, 200stel Sekunde. Man möchte jetzt hier gleich den Aston Martin überholen auf Platz 5. Vorrücken. Red Shark, der alte Hase, der ist hinten, der guckt sich das ganze Treiben an. Ja, währenddessen Fritz Flitzer jetzt hier Aston Martin überholt hat. Ja, Red Shark auch im DRS-Fenster könnte vielleicht auch noch den Aston Martin überholen. Surex kommt jetzt langsam an Mercedes ran. Nee, kommt jetzt hier doch wieder ein wenig Abstand gewinnen. Ja, Red Shark hier beim Aston Martin hinten dran. Der blinkt aber auch schon, der Aston Martin. Also da hat man auf jeden Fall einen kleinen Vorteil hier bei Williams. Die Batterie ist halb voll. DRS-Fenster mitnehmen und überholen. Ja, Surex hier wieder mit der Bestzeit 1:19. Ich wollte gerade sagen, die nächste schnellste Runde. Der Junge ist on fire. Konnte auch den Flügel aufstellen. Also das wird hier gleich nochmal spannend. Das ist hier kein Alleingang für Nikolai heute. Nein. Da wird es spannend nochmal vorne. Platz 1 und 2, ja. Währenddessen man jetzt hier auch überholt. Williams hat jetzt hier den Aston Martin überholt. 6 und 7. Mal schauen, ob er auch noch den Alpine mit Ritzeflitz überholen kann. Schalke hat schon wieder eine Strafe, also das ist nicht der Tag für Red Bull. Nein, man nimmt die Strafen mit, man nimmt sie in Kauf, aber ja, leider aktuell Platz 8 für den Red Bull-Fahrer, schade, aber es ist ja noch kein offizielles Rennen, es ist ja ein Testrennen. Nikolai und Surex biegen auf Start, zieht ein. Ja. Surex natürlich ganz klar mit den besseren Reifen, kann jetzt auch den Flügel aufklappen. Nach Kilometer hat er Zeit hier den Mercedes zu überholen, überholt ihn auch jetzt hier aktuell auf der Geraden. Kann jetzt hier auch Platz 1 vorerst behalten. Entschuldigung, Fredo, dass ich dich unterbrochen habe. Was aber auch sehr wichtig ist für Surex, weil Surex hat den Medium-Reifen und der Medium natürlich, wenn er hinter Nikolai hinterherfährt, baut er natürlich mehr ab, als wie wenn er vorne freie Fahrt hat. Ja. Dementsprechend ja, sollte Surex zusehen, dass er aus dem Sekundenfenster rauskommt und dann eventuell das Ganze noch ein bisschen managen kann. Er hat den Reifenvorteil, er ist ein Ticken schneller mit dem Reifen. Ja, wohl noch 20 Runden absolvieren, ob da die Mediums noch halten. Genau, das ist die Sache. Er muss sie noch am Leben erhalten. Ne? Gehen wir mal auf Red Shark, der jetzt gerade an Ritzenflitzer dran ist. Aber er hat eine 3-Sekunden-Strafe gerade bekommen. Auch die Track Limits hauen hier bei Williams natürlich rein. Schade, aber mal schauen, ob man jetzt hier Ritzenflitzer im Alpin überholen kann. Der blinkt aber auch schon wieder. Da gibt ist keine Batterie aktuell. Bei Williams ist sie noch fast halb voll. Ja, jetzt kommt man hier in Kurve 15 wieder fast 1 Kilometer zu überholen hier auf der Start- und Ziellinie. Kann man auch jetzt hier Williams mit dem DRS-Fenster und der Batterie
hat man hier Alpine überholen können. Dessen wir eben auch ganz kurz gesehen haben, also Surex konnte sich trotz DRS vor Nikolai behaupten, hat wahrscheinlich noch genügend Akku gehabt, um auf der langen Geraden sich zu covern. Ja, schöne Verteidigung hier von Surex, auf jeden Fall. Mal schauen, ob er seine Pace hier halten kann und den Mercedes hinter sich lassen kann. Währenddessen Ritzenschützer wieder ist auch ein DRS-Fenster vom Ronny. Ah, okay. Schauen wir doch mal da rein. Hat aber auch eine Zeitstrafe. Also selbst wenn er hier Ronny überholen würde, würde es ihn wieder auf Platz 4 zurückwerfen. Ob man das Risiko hier eingehen möchte? Definitiv. Wir haben ja noch genug Runden und die Option, eventuell sogar die 3 Sekunden rauszufahren. Oder Ronny könnte es natürlich auch noch schaffen, sich 3 Sekunden zu holen. Ja, währenddessen Ritzflitzer jetzt hier wieder im DS-Fenster auf der Start- und Zielgeraden vom Williams. Kann hier aber auch keine Batterie einsetzen. Ja, man überholt jetzt hier von innen, kann man auch hier wieder relativ kurz nehmen. Achtung, ja, wunderbar gemacht. Aber Williams schlägt zurück, hier wieder überholt. Das war ein ganz, ganz starker Switchback von Red Shark. Das macht halt auch die Erfahrung aus. Ja, schön anzusehen. Jetzt kommt Ritzenflitzer. Nee, versucht es nicht mehr. Nee. Die Kurve muss man hier auch ganz vorsichtig sein, nicht, dass man hier ausrutscht und quer steht. Und währenddessen Nikolai kommt hier wieder gefährlich nah an Surex im McLaren angefahren. Man befindet sich jetzt hier gleich wieder in der Endkurve. Man hat hier wieder fast einen ganzen Kilometer zum Überholen. Ja, ob der Mercedes das auch schafft? Ja, Batterie. DRS an. Ja, könnte man vielleicht innen überholen? Nein, man bleibt weiterhin auf Platz 2. Man möchte kein Risiko eingehen. Vielleicht in der nächsten Runde oder auch in irgendeiner Kurve, wo der McLaren einen Fehler macht. Ja, währenddessen Ritzflitzer auf dem Williams hier schon wieder auf der Geraden. Es bleibt hier spannend bei den zwei. Ja, ich bin drauf. Ritzflitzer, er versucht es, kommt vorbei. Schön gemacht vom Alpine. Oder kommt Williams hier wieder entgegen? Gibt es einen Switchback? Nee, aktuell nicht. Aber wir haben jetzt gleich noch eine DRS-Zone. Ja. Es sieht mir so aus, als ob der Williams hier besser aus der Kurve rausgekommen ist. Jetzt klappt er den Flügel auf. Ja, man kann hier vielleicht. Nein, man bleibt hier immer noch auf Platz 6. Man kann hier aber auch auf der Start- und Zielgeraden einiges rausholen. Und wenn wir vorne Nikolai und Surex nochmal. Es kann natürlich auch sein, dass Nikolai einfach sagt: Mensch, strategisch, ich gehe da nicht vorbei, ich bleibe im DRS-Fenster. Weil Nikolai natürlich auch weiß, dass Surex mit diesem Medium-Reifen noch sehr, sehr lange durchhalten muss. Und dass hinten heraus im Rennen natürlich dann Nikolai seinen Vorteil hat. Ja, das bleibt sein Vorteil auf den harten Reifen. Ja, währenddessen der Mercedes hier so langsam an den McLaren rankommt, aber man bleibt hier weiterhin hinter Surex im McLaren. Ja, der zweite McLaren hier auf Platz 4. Ob der Abstand reicht? Ja, man kann vielleicht den Aston Martin. Nee, er fährt. Ja, nee, der McLaren, der zweite auf Platz 4, der kann hier wahrscheinlich den Aston Martin vorerst nicht überholen, weil der Aston Martin auf den harten Reifen fährt auf Platz 3. Also da bleibt auf jeden Fall abzuwarten, ob man hier vielleicht nochmal den einen oder anderen Zweikampf sehen wird. Also wenn ich das bei dem Bloodwork so sehe, da war eben schon wieder mit Sicherheit eine Warning drauf. Ich glaube, der wird sich heute nochmal 3 Sekunden kaufen. Ja, meinst du? Ja. Ja, mal abwarten. Ja, währenddessen wir hier in der Kommentatorbox versorgt werden, zumindest Patrino, wie das den Anschein macht. Schmeckt das denn?
Sehr gut, sehr gut. Ein guter Leberkast. Ja. Ah, Leberkast, wunderbar. Ja, Nikola hier möchte so langsam aber sicher zum McLaren wieder aufschließen, um in der DRS-Zone zu bleiben. Ja, das ist ja schon die ganze Zeit. Ich sag dir, der spielt ja, aber mit Zurex. Der möchte jetzt hier, ja, der spielt jetzt hier mit ihm. Ja, Williams und Alpine, die geben sich heute den Kampf des Jahrhunderts hier in Portugal. Auf jeden Fall. Also es gab hier schon einige Überholmanöver. Also mindestens 4 oder 5 Wechsel gab es jetzt schon bei Alpine und Williams. In knapp 20 Runden, aktuell in der 18. Ja, mal abwarten, ob man hier jetzt hier auch noch einige Überholmanöver sehen wird. Müssen wir mal gucken. Ronny, der lässt gerade einen Ticken nach. Also der Bloodwork, der ist ins DRS-Fenster wieder gefahren. Vielleicht haben die Mediums mal so einen kleinen Knicker gehabt. Jetzt ist er gerade wieder aus dem DRS-Fenster raus. Vielleicht müssten die Reifen einfach mal 1-2 Runden Cooldown gefahren werden. Bei Ronny jetzt? Ne, bei Bloodwork. Weil der ist eben ins DRS-Fenster reingefahren. Ist jetzt wieder raus. Also Ronny hat jetzt eben nochmal gedrückt. Aber das wird auch, ich denke mal, die nächsten 1-2 Runden auch nochmal spannend. Genauso wie bei Red Shark, der immer noch an Ritzenflitzer dranhängt. Ja. Ritzenflitzer konnte es aber auch inzwischen schaffen, seine Batterie ein bisschen aufzuladen. Blinkt nicht mehr ganz so. Ja, Red Shark hat aber auch fast volle. Ich glaube, das sind knapp 80% jetzt hier. Ne? Jetzt hier wieder fast einen Kilometer zum Überholen. Man blinkt hier schon beim Alpine. Man kann hier wieder von ihm überholen. Überholt man auch. Platz 5 für Williams. Hier in der ersten Kurve, in der zweiten Kurve greift hier Alpine nochmal an. Nein, man bleibt hier hinter Williams, hinter Red Shark. Man geht jetzt hier ins weitere DRS-Fenster. Alpine kann hier vielleicht wieder anziehen. Nein, Williams bleibt hier aktuell auf Platz 5. Ja, mal abwarten, wie es jetzt hier zwischen Williams und Alpine aussieht, wer hier am Ende des Rennens Platz 5 einnimmt. Ja, derweil sind wieder Surex und Nikolai auf der Stadtzielgeraden. Ja, aber Nikolai da klappt wieder den Flügel auf, fährt ganz entspannt hinterher. Ja, währenddessen Ron jetzt hier auch auf der Start- und Zielgeraden. Der McLaren möchte jetzt hier zumindest ein bisschen an den Aston Martin anknabbern. Hat jetzt natürlich hier auch den Windschatten, gibt noch ein bisschen Batterie dazu, kommt dran. Müssen wir mal gucken, ob er jetzt in der zweiten DRS-Zone dann aufklappen darf. Ist jetzt schon wieder raus. Erste, zweite, dritte, vierte Detection-Punkt hier. Ja, er sollte aufklappen dürfen. Nein, sieht man aktuell, oder? Nein, doch. Doch, hat och. Aufklappen dürfen. Nein, doch. Och. Ja, nein, doch. Ja. Ja, währenddessen Williams und Alpine wieder im zweiten DS-Fenster. Der Alpine kommt hier wieder gefährlich nah an den Williams. Aber man muss jetzt hier natürlich auch wieder rankommen, so langsam. Jetzt hier wieder 800-700. Wobei man sich natürlich bei Alpine keine Gedanken machen muss. Red Shark hat noch die 3 Sekunden Strafe. Das heißt, der würde eh durchgereicht werden nochmal. Leider. Also diese 3 Sekunden Strafe, die Track Limits, die müssten eigentlich nicht sein. Wenn man ordentlich fährt. So, Bloodwork, gucken wir. Kommt da ran? Nein. Geht jetzt auch noch mal in die Box. Die Mediums sind fertig, so wie wir uns das gedacht haben. Da gab es eine Zweierstrategie. Beziehungsweise da zuerst das Safety Car in Runde 8, glaube ich, war es ja. Jetzt dann noch mal der Reifenwechsel auf die Mediums, noch mal frisch drauf. Jawohl. Nikolai jetzt hier fast eine Sekunde Abstand zu Surex. Naja, kann jetzt hier wieder ein wenig näher kommen. Die Mediums von Surex, die müssten aber auch so langsam, aber sicher abgenutzt sein. Ja, wo wir schon
eingangs drüber gesprochen haben, ne, dass der McLaren im Vergleich zum Mercedes halt doch ein Reifenfresser ist. Ja. Ja, und hier braucht man auf jeden Fall starke Reifen, weil hier hoher Abtrieb herrscht. Williams, Platz 4 aktuell. Alpine hinten dran auf Platz 5. Ah, Zurück wird jetzt hier absolut überholt. Geht natürlich ja, und geht auch in die Box. Es war zu erwarten. Ja, 3 Sekunden Strafe hier bei Red Bull. Durex zieht hier wieder Mediums auf, soweit ich das gesehen habe. Frische Mediums, ja, man kann jetzt hier nochmal überholen. Ronny auf Platz 2 aktuell. Aber Durex hat hier die frischen Mediums drauf. Mal schauen, ob man hier in den 11 Runden nochmal auf den Aston Martin aufschließen kann. Bleibt abzuwarten. Währenddessen jetzt hier auf der Start- und Zielgeraden wieder der Überholmanöver vom Alpine Williams. Ja, sind beide ein bisschen rausgefahren hier in der ersten Kurve. In die zweite geht es jetzt hier in die dritte. Ja, wieder der S-Fenster der Alpine blinkt. Während ja, Williams hat auch fast keine Batterie mehr. Man kann hier leider nicht zum Überholmanöver ansetzen, aber das der S-Fenster kann man hier mitnehmen und wieder auf den Alpine aufschließen. Ja, wo wir jetzt immer Track Limits haben, der letzte Flitzer war eben schon ziemlich weit draußen. Das kann auch für ihn wieder eine Warning gegeben haben. Und wir haben noch 11 Runden im Rennen. Da ist noch alles offen. Wenn der sich eine 3 Sekunden Strafe einholt, dann sagt der Red Shark Dankeschön. Ja. Ja, wohl, also da gibt es auf jeden Fall den Zweikampf hier in Portugal. Die liefern sich hier einen Kampf. Der Alpine und Williams. Die schicken sich hier beide gar nichts heute. Wobei wir jetzt schon beim Dreikampf sind. Also Bloodwork hat schon wieder aufgeschlossen auf die beiden. Ah, ganz klar mit den frischen Mediums, da kann er eine ganz andere Pace gehen. Ja, währenddessen Zurich auch so langsam mit den neuen frischen Mediums auf Aston Martin aufschließt. Ja, jetzt hier noch knapp 6 Sekunden dran. Jetzt kann man hier überholen. McLaren auf der Start- und Zielgerade den Williams. Man bleibt hier hinter Alpine. Vorerst kann hier vielleicht in der nächsten DS-Zone überholen. Ja, den wird er sich holen. Also ganz klar, ja. Mit den Mediums, guckt ihr das an, da ist eine ganz andere Traktion. Da geht jetzt schon außenrum vorbei. Da ist auf jeden Fall nichts zu machen für den Alpine und Williams. Der war ja, so schnell dadurch, unsere Kamera hat ihn nicht mal mehr eingefangen. Nein, also da scheinen wir auf jeden Fall noch nachrüsten zu müssen. Ja, währenddessen, also aktuell hier in Portugal, Mercedes in Führung, Aston Martin auf Platz 2, Zurex im McLaren kommt hier so langsam, aber sicher. Zurex ist gerade auf dem Weg, die schnellste Rennrunde zu fahren, wenn ich das so richtig auch wieder, kann. Ja. Ja, konnte eben auch locker 2 Sekunden dem Ronny abnehmen. Ja. Wie du schon gesagt hast, Bestzeit Zurex McLaren 1:18.775. Das ist eine Top-Zeit hier in Portugal, die hier mit Höhen und Tiefen zu kämpfen haben, die Fahrer. Also wir müssen festhalten, das ist 2 Sekunden langsamer als wie die Quali-Zeit. Wir haben den Medium-Reifen hier, der durchaus langsamer ist. Wir haben vielleicht noch ein bisschen mehr Sprit drin. Ne? Also das ist der Mann ist on fire, ne? Also. Ja. Vielleicht. Also er muss jetzt aktuell nichts mehr machen. Er nimmt hier vielleicht den Platz, die Punkte von Platz 2 mit und die Bestzeit. Das gibt nochmal einen Punkt. Oder ob hier Nikolai nochmal reinfährt und Softs rausholt und die Bestzeit mitnimmt, das bleibt hier abzuwarten, weil es gibt ja manche Fahrer, die fahren hier nochmal rein, um die Softs rauszuholen. Ja, wobei ich sagen muss, Zurex hat so viel aufgeholt. Wenn Nikolai jetzt reingehen würde, würde Nikolai definitiv zurückfallen auf Platz 3. Und so schlau ist Nikolai auch, dass er sagt, okay, ich manage das jetzt hier, dass ich da mit durchkomme. Anders wie bei McLaren. Bei McLaren haben sie gesagt, we need 11 qualifying laps. Und das merkt man, also Zurex ist on fire. Nikolai hat eine 3-Sekunden-Strafe. Das tut weh. Das tut weh. Ja, hier Aston Martin fährt rein mit den harten Reifen. Wird hier wahrscheinlich theoretisch entweder Mediums oder Softs rausholen. Wahrscheinlich Softs, um hier vielleicht die beste Runde noch mit zu nehmen. Was sind's?
Nein, Mediums nimmt man hier. Okay. Gut. Aber man muss hier auch losfahren. Aston Martin, ja. Wunderbar. Und somit sind die McLaren auf Platz 2 und 3 aktuell wieder. Ja, hinter Mercedes. Und wenn wir überlegen, man hat durchschnittlich, ich sag mal, 20 Sekunden Verlust beim Boxenstopp, ja. Also das tut weh. Das tut weh, die Track Limits hier. Sie müssten nicht sein. Wie gesagt. Aber. Naja, wenn jetzt hier Ronny mit seinen frischen Und Mediums da haut Zurek sein Auto weg. Nein! Da haut Zurek sein Auto weg. Es ist aus. Damit schmeißt man bei McLaren den sicheren zweiten Platz hier aktuell in Portugal weg. Und das gibt ein Safety Car. Jetzt geht Nikola in die Box, holt sich frische Reifen und sagt Dankeschön. Ja, wie ist es passiert? Hier in der Kurve, wo der Bloodwork gerade fährt, wenn du hier zu früh auf dem Gas bist, dann haust dir den Hintern quer und dann landest du da, wo Zurek gelandet ist, in der Botanik in der Wand. Klar, die Ansage war, wir wollen 11 Qualifying-Runden von dir sehen. Push, push. Der Schuss ging nach hinten los. Ansonsten, so ein Spitzenrennen bisher. Ich freue mich auf die Saison. Also, wenn Zurek so weitermacht, das wird ein spannender Zweikampf da vorne mit Nikolai. Das wird auf jeden Fall spannend. Jetzt geht man hier natürlich auch rein. McLaren auf Platz 2. Wechselt man jetzt hier die Reifen während der Safety Car Phase. Mercedes muss hier hinterm Safety Car warten, was natürlich ein Nachteil ist. Ja, der Ritzenflitzer im Alpine geht auch in die Box, holt sich nochmal frische Reifen. Ronny bleibt draußen, hat natürlich auch die frischen Reifen drauf. Er kann hier draußen bleiben. Also hier aktuell Aston Martin auf Platz 2. Entschuldigung, Patrino, das war gerade wichtig. Alles gut. Der Ronny, der war ja eben schon drin. Das heißt, Ronny hat eigentlich das Glück gepachtet, dass er sich dadurch jetzt Platz 2 wiederholen konnte. Und wenn er aufpasst, ja, und im 3-Sekunden-Fenster von Nikolai bleibt, könnte er hier auf Platz 1 in Portugal abschließen. Definitiv. Wir können ja mal eben kurz ganz schnell gucken. Schauen wir mal ins Rennleitungsmenü. Ronny hat auch noch keine Warning, also der dürfte sich noch ein paar Warnings erlauben. Währenddessen Nikolai 1, 2, Strafe, also Nikolai kann sich jetzt auch wieder 3 erlauben, bevor er die Strafe kriegt. Schauen wir schnell mal zu Bloodwork rüber. Ja, der hat schon Strafe gekriegt. Also der darf sich jetzt auch wieder 2 Stück erlauben, bevor die dritte kommt und Strafe. Ja. Was man sich natürlich nicht erlauben darf, sind Rasenwirren, Safety Car Phase. Das hat hier der Red Bull schon 2-mal in Portugal mitgenommen, soweit ich das... Auch da müssen wir später dann in die Analyse gehen. Wir wollen das Spiel testen. Es kann natürlich sein, dass es eventuell auch hier einen Fehler im Spiel noch gibt. Dass da der Schalke nicht für kann. Aber schwierig, ich denke mal, dann wird es mindestens 6 andere Fahrer auch betreffen. Die haben es ja hingekriegt. So, wenn wir müssen wir mal. Ich wollte gerade sagen, wenn wir uns den Strafenkatalog einmal genau angucken, dann haben wir aktuell bei Schnee und bei Red Shark 3 Sekunden drauf. Schalke hat 6 Sekunden. Bloodwork 6 Sekunden. Das kann entscheidend sein. Das tut natürlich weh. Gerade jetzt in den letzten 6 Runden. Nikolai, 3 Sekunden. Da haben wir eben schon drüber gesprochen, dass Ronny da der Nutznießer sein kann. Wenn er hier die 3 Sekunden gut ausnutzt und den Start nicht verpasst, kann man hier sogar mit Nikolai mithalten und auf Platz 1 abschließen hier im Testrennen in Portugal. Das ist für Aston Martin schon mal ein Zeichen, dass es diese Season für das Auto richtig gut laufen kann. Also man muss dazu aber auch sagen, Mercedes ist schnell, Nikolai ist schnell. Ja. Ich glaube schon, dass Nikolai das schafft, sich noch die 3 Sekunden rauszufahren. Ja. Also Ronny müsste jetzt aufpassen oder hoffen, dass Bernd Mailänder einfach nochmal 3-4 Runden draußen bleibt. Ja. Weil je weniger Runden Rennpace wir haben, desto größer sind seine Chancen. Genau. Ja, man muss hier natürlich auch aufpassen, die Teile, die jetzt hier mit dem tragischen Unfall von McLaren
hier aufräumen müssen. Da bleibt man auf jeden Fall wahrscheinlich noch ein paar Runden draußen. Es ist wirklich sehr, sehr schade, dass Surix hier sofortzeitig aus dem Rennen ausgeschieden ist, oder zumindest im Testrennen. Das wird natürlich McLaren überhaupt nicht freuen. Ja. Auch dieses Auto muss wieder repariert werden bis zum Season-Start. Also, da freut man sich natürlich gar nicht. Also, die Reparatur ist ja nicht das Schwierige. Man muss jetzt nochmal in die Analyse gehen und gucken, wie war der Einschlag. Ja? Also, wenn natürlich dann Surix eventuell seitlich oder rückwärts mit dem Heck eingeschlagen ist, dann haben wir natürlich die Gefahr, dass eventuell das Getriebe schon beschädigt ist. Ja? Ja. Und dann haben wir ja wieder das Getriebelimit. Ja. Das ist natürlich dann das Worst Case. Aber so weit wollen wir jetzt ja gar nicht in die Details gehen. Nee, das werden wir dann später in der Analyse irgendwann. Bernd Mailänder wiederum, der hat jetzt das Feld eingesammelt. Ich denke mal, wenn sie alle Trümmerteile jetzt auch noch beseitigt haben, dann sollte dem Restart eigentlich nichts entgegenstehen. Dann haben wir noch vier Runden. Wo Aston Martin halt zusehen muss, dass sie dranbleiben und eventuell der Nutznießer sind aus den ganzen Strafen, die ja heute aufgelaufen sind. Ja, mal schauen, wie das jetzt hier, also wenn man hier natürlich jetzt gut abschließt, die 33 Runden, beziehungsweise die restlichen Runden jetzt hier zu Ende fährt, wie sich die Strafen hier auf die Endplatzierung auswirken, da ist man natürlich gespannt, ne? Genau. Ansonsten muss ich sagen, bisher ein sehr sauberes Rennen. Also ich glaube nicht, dass wir wie vor zwei Wochen 1200 Anträge wegen Track Limits nacharbeiten müssen. Ja. Wobei ich mir bei manchen noch gar nicht so sicher bin, aber mal schaut, ne? Ja, der Safety Car fährt in dieser Runde rein. Jetzt hat man hier natürlich den Aston Martin im Rückspiegel bei Mercedes, aber er wärmt hier seine Reifen nochmal auf. Ob er hier schnell wegfahren kann, der Mercedes bleibt abzuwarten. Das wird hier auf jeden Fall ein spannendes R2- oder 3-Kampf. Der McLaren, der grüßt auch von hinten. Also da bleibt abzuwarten. Ja, jetzt hier der Start. Jetzt gibt Nikolai Gas. Ronny bleibt dran. Nikolai kann ihn nicht wegziehen. Nein. Der McLaren kommt hier auch gefährlich nahe den Aston Martin. Jetzt nimmt man hier ein bisschen Tempo raus in den ersten Kurven. Bleibt hinter Aston Martin. Ja, schauen, ob der McLaren jetzt auch noch ein paar Positionen gut machen kann, was ihn zwar wahrscheinlich eher nichts bringen wird, aber mal schauen. Jetzt kann man hier aufholen ein wenig auf den Mercedes. Ja, dessen Red Shark, der ist auf die Softreifen gegangen. Ja. Genauso wie Ritzenflitzer. Die beiden haben natürlich jetzt die ganz schnellen Reifen, können natürlich versuchen, da zu bleiben. Ja, Plattenberg auch. Plattenberg ist auch auf den Softreifen. Also da bleibt abzuwarten, ob man jetzt hier irgendwo noch bei irgendeinem Fahrer hier die schnellste Rundenzeit sieht. Das wird auf jeden Fall spannend, weil, wie gesagt, Blackwork 6 Sekunden hat er auf dem Konto. Ritzenflitzer ist auf den gleichen Reifen. Wenn der das schafft, im 6-Sekunden-Fenster zu bleiben, dann geht Ritze hier noch auf Platz 3. Das ist hier zumindest für Alpine auch ein sehr, sehr schöner Erfolg, wenn das natürlich der Fall sein sollte. Ja, jetzt Ronny. 800stel. Ja, 600stel Batterie. Ja, Ronny drückt hier seine Batterie leer, wie du so schön immer sagst. Also er drückt hier komplett durch. Es bleibt ihm auch nichts anderes übrig. Also Ronny muss jetzt pushen und zusehen, dass er im 3-Sekunden-Fenster bleibt. Ja, aktuell 3 Runden noch zu fahren. Ja. Jetzt kommt hier demnächst auch wieder die DRS-Zone raus. Also man könnte hier eventuell Nikolai auf Platz 1 ablösen. Mit der Zeitstrafe, die ihm hier aktuell die Platzierung einbüßt. Genau, die Frage ist nur, wann das DRS dann wieder freigegeben ist. Naja, ab 31, glaube ich, Runde 31, weil wir hatten ja 28, 29, ungefähr ab 31, bin ich ab 32. Also, hier aber schon eine Sekunde fast weg. Ja. Nikolai ist hier auch bei Ritzflitzer, ne? Der kriegt hier Druck von Red Shark. Von hinten, ja. Also die Alpine und Williams, die liefern sich hier heute ein Duell. Das gefällt mir. Ja. Wenn das in der Season 2023 weiterhin so läuft, dann freue ich mich auf etliche Zweikämpfe.
Also ich sage auch so, das ist die beiden, ne, die machen hier auch noch den Titelfahrer des Tages unter sich aus. Ja. Jedes Mal Positionswechsel, ja, währenddessen Nikolai 1, 18, 5, 30 auf den Mediums hier. Ja, Wetscher kommt jetzt hier an Ritzeflitze vorbei, der fast komplette Kilometer hier auf der Start- und Zielgeraden. Ja, wobei das DRS ist jetzt aktiviert, das heißt Ritze kann gleich, ja. Und da sind die 3 Sekunden jetzt für Wetscher. Jetzt kommen die nächsten Strafen, die Track Limits kommen hier wieder, die begrüßen sich hier. Somit ja, 1,5 Sekunden. Strafen, pass auf. Bloodwork 6 Sekunden, Redshark 6 Sekunden. Das heißt, momentan wäre der Profiteur Ritzenflitzer, ne? Und danach ja. Gäbe es keine Platzveränderung mehr, weil alle 6 Sekunden haben. Naja, ich glaube, bei Aston Martin Platz 6 könnte es eventuell auch noch ein paar Plätze. Ja, wohl, nee, er hat ja eine Zeitstrafe da. Ja, alle Zeitstrafen, alle 6 Sekunden. Ja. Da während Ronny jetzt hier auf fast 2 Sekunden Rückstand auf dem Mercedes blickt, also er muss hier auf jeden Fall Gas geben, um sich hier Platz 1 noch zu gönnen, oder ob das hier ein sicherer Platz 2 wird. Das wird, glaube ich, ein sicherer Platz 2, wie ich ja einleitend schon gesagt habe, also der Nikolai, der wird jetzt hier pushen und alles rausholen aus dem Mercedes. Ja. Zeigt auch die Schnitze der Runde. Ja. Fährt er sie jetzt nochmal? Ne, keine Benachrichtigung, aber Nikolai, der gibt jetzt alles, ne, alles was geht. Ja, wieder der eine Kilometer hier fast, der Alpine kommt wieder fast an den Williams ran, versucht hier eventuell auch innen zu überholen. Nein, man bleibt hier hinter Williams. Ritzeflitzer müsste eigentlich nur safe die Runde zu Ende fahren, damit er hier wirklich Plätze gut macht und zumindest auf, ja, doch bis auf Platz 3 vorrückt, ne? Ja, weil, wenn wir uns das mal angucken, Red Shark, ich muss mir mal eben die Abstände einmal anschauen hier. So, Red Shark ist 3 Sekunden hinter dem Bloodwork. Ja? So, Bloodwork hat 6 Sekunden Strafe. Das heißt, Red Shark wäre aktuell trotzdem noch Dritter. Ja. Oder? Nee, Quatsch. Die haben ja beide. Die haben beide 6 Sekunden. Die haben beide 6 Sekunden, genau. Ja, wir sind Ronny jetzt hier so langsam, aber sicher. Ja, Nikolai verliert und auf fast 3 Sekunden zurückfällt. Also da muss man bei S-Martin vielleicht mal ein bisschen nachlegen und ja, in den kommenden Season ja, nachrüsten muss, was jetzt hier zum Aufschluss zu Mercedes gilt. Also da muss man auf jeden Fall schauen, vielleicht nachrüsten, vielleicht irgendwo noch was ja, zusätzlich schauen, ob die Reifenstrategien auch die besten waren. Jetzt hier 3 Sekunden Abstand. Also man bleibt hier wahrscheinlich bei Aston Martin auf Platz 2 in Portugal im Testrennen. Ja, also es sieht stark danach aus. Es sind 3,1 Sekunden. Ja. Also es wird eine ganz, ganz Runde enge auch. Nummer. Nein, da passiert nichts. Also Nikolai nimmt die Kurven. Auch ja, Nikolai blinkt aber auch, hier. Der hat alles aus dem Benz rausgeholt. Ja, Ronny hat aber auch keine Batterie mehr hier im Aston Martin, also da ist auf jeden Fall der Saft alle. Ja, Ritzeflitzer muss einfach nur zu Ende fahren. Mal schauen, welchen Platz er hier gut machen kann. 5, 6, 7, 8, ne, es wäre zumindest ein sicherer Platz 4, ob es ein Platz für Platz 3 reicht. Ja, nee, für Platz 3 reicht es definitiv nicht. Nicht. Nein. Aber zumindest so, damit Platz 4. Gewinnt Nikolai unseren Saison-Preseason-Test. Zweiter wird Ronny. Beim Aston Martin. Und jetzt geht's los. Was passiert als nächstes? Bloodwork, Dritter. Red Shark. Ritzenflitzer. Ja, doch auf Platz 3. Er hat's doch geschafft auf Platz 3. Das gibt es nicht. Es sah eben nicht daran aus. Ich weiß nicht wie, aber er hat's geschafft. Ich glaube, er hat seine Batterie nochmal am Ende wirklich durchgedrückt. Also da war auf jeden Fall, ja, Ritzeflitzer, Fahrer des Tages, man kann es nicht anders sagen. Er hat so oft den Williams überholt und jetzt hier nochmal auf Platz 3 vorzurücken, das ist einfach eine Win-Win-Situation hier für Alpine und für den Season-Auftakt oder zumindest für den Test des Alpines ist das hier eine super, super, super Leistung. Ergebnis.
Ne? Ja. Der Alpine war jetzt vielleicht nicht der schnellste heute, aber nein, der beständigste. Er hat keine Zeitstrafen gehabt, genauso wie Ronny. Keine Zeitstrafen. Der Österreicher hier auf Platz 3. Wunderbar. Ja, Ronny, auch Aston Martin, wunderbar gemacht. Keine Zeitstrafen mitgenommen, wie du es schon sagtest. Also wunderbar gefahren hier von Aston Martin, aber auch Nikolai. Leider 3 Sekunden Strafe, hat ihn aber jetzt nicht davon abgehalten, Platz 1 zu werden. Auch super gefahren hier vom Mercedes-Piloten. Hier nochmal die Endergebnisse. Mercedes auf Platz 1, hochverdient. Aston Martin auf Platz 2, keine Zeitstrafen. Alpine auf Platz 3, wunderbar gefahren, hat sich hier nochmal hochgekämpft. McLaren auf Platz 4, leider mit Zeitstrafe. Williams auf Platz 5, auch mit Zeitstrafe. Aston Martin auf Platz 6, der zweite, ja, auch ganz okay. Red Bull hier auf Platz 7, McLaren auf Platz 8, der sich leider Gottes rausgefahren hat. Ja, und Haas auch relativ früh ausgeschieden auf Platz 9. Ja, insofern Glückwunsch an alle Fahrer. Ja. Ich hoffe, sie haben alle wertvolle Ergebnisse ihren Teams liefern können. Vielleicht gab es bei Surex oder auch beim Haas-Team gewisse Balanceprobleme, man weiß es nicht. Ja. Das wir werden auf jeden Fall mal die ersten drei jetzt zu uns mal in die Kommentatorenkabine einladen. Das ist der Aktivitätenbildschirm. Dein Ausgangspunkt für ein paar Interviews. Zieh dich um und wenn du bereit bist, wähle Serie in der Liste aus. So. Willkommen in der F1 World. Eine Reise durch den Sport mit Events für im Laufe des Spiels verdienst du dir Upgrades, mit denen auf dem Weg dorthin erstellst du dein Kompendium. Wenn du bereit bist, kannst du über den Spielbildschirm. Mein Spiel, also meine Konsole hat ja vorhin komplett gesponnen. Das ganze Spiel ist gerade neu gestartet. So, laden wir doch mal die guten Kollegen ein. Da haben wir zur Party einladen. Zum einen den Nikolai. Nikolai. Dann oder? Brauchen wir den. Wo ist denn hier Ronny, mein Drücker? Der Aston Martin fahren, jawohl. Das ist Ronny. Und Platz 3, Ritzenflitzer im Alpin. Genau. Hast du Ritzenflitzer bei dir in der Liste? Müsste ich mal ganz kurz, aktuell nicht, nein. Ich suche gerade den Ronny. Wo ist denn der Ronny? Ich könnte ihn aber... Nikolai ist schon mal da. Wunderbar. Ja. Einladung. Moin, Nikolai. Mahlzeit. Ritzenflitzer ist auch da. Aber ich finde Ronny nicht. Ja, Ronny, der hat sich versteckt. Der ist ein Martin-Fahrer, der möchte hier. Da ist der Ronny auch. Da ist er. Ja, wunderbar. Somit haben wir doch die ersten drei Platzierten hier. Genau, und dann würde ich sagen, fangen wir doch auch mit dem dritten an. Mit dem dritten Platzierten, Alpine, Ritzenflitzer. Audi noch Ambitionen. Ja, hab ich schon. Ja, war krass. Ich und Jacques, das war Wahnsinn. Ich schwitze komplett, ich muss gleich mal duschen gehen. Aber sonst, war ein geiles Rennen, muss ich schon sagen. Ja, viele Überholmanöver jetzt hier, auch mit dem Williams, ne? Also, wunderbar gemacht, man hat's gesehen. Und dann auch noch am Ende auf Platz 3 mit den Zeitstrafen, also und dazu noch Fahrer des Tages, also alles mitgenommen. Hier. Aha, das habe ich gar nicht gesehen, okay. Ja. Ja, cool. Alles mitgenommen. Das sagt dir schon alles, oder? Ja. Also man freut sich, freust du dich auf die... Ja, sowieso. Ja. Sowieso. Alpine, wie lässt sich der fahren aktuell? Ja... Perfekt. Besser als wie die Autos von 22. Das freut uns doch. Nein. Ja. Patrino. Ja, ich habe auch die Frage. Fragen wir gleich, Ritze, dann nochmal. Also mal, wie waren denn die Erwartungen im Hause Alpine? Hast du damit gerechnet, dass der Test so gut abschneiden wird?
Nein, immer so. Ich dachte mir nicht, dass ich Podium komme, aber durch die ganzen Strafen war es schon perfekt. Also, ja. Ist schon alles gut gelaufen so. Leider ist mein Kollege nicht hier, keine Ahnung, wo der ist, aber ja. Ja, ich wollte es gerade Passt sagen, schon. also es ist ja wie in jeder Saison immer so, wer fehlerfrei und straffrei durchs Rennen kommt, für den kann es weit nach vorne gehen. Der Die Alpine Pace muss stimmen, ja. hat heute anscheinend sehr gut gelegen, kam es gut klar, keine Strafen, verdienten Platz 3. Ja, danke. Ja, und mit dem späteren Safety Car natürlich auch noch, ne? Hat man hier Ja. Zeit gut gemacht. Ja. Das war richtig gut, ja. Gut in die Ja. Karten gespielt. David, also ich habe keine Fragen mehr. Ja, ich aktuell auch nicht. Gehen wir doch auf Platz 2. Genau, zoomen wir uns mal den. Wo ist er denn hier? Der Aston Martin. Da haben wir ihn. Adrino, möchtest du anfangen? Ja, sehr gerne. Ronny, erstmal Glückwunsch, ne? Platz 2. Danke, 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 danke. Ich würde sagen, ein sehr guter Auftakt. Zumindest vom Test her. Ja, erzähl mal ein bisschen, Mensch, der S. Martin, wie fühlt er sich an? Wie fühlst du dich wohl im Team? Also Aston Martin ist halt für mich wirklich nach Red Bull das beste Team, sage ich mal. Also ich komme mit dem Wagen bestens klar. Es macht das, was ich will. Und es fühlt sich einfach wunderbar. Und man hat es auch jetzt im Test gesehen. Also Aston Martin hat vieles vor, was Großes vor. Und hoffentlich können wir es in der neuen Meisterschaft dann weit nach vorne bringen. Und ja, vielleicht war es jetzt nicht das letzte Mal, dass wir im Podium standen. Ja, das gibt auch gute Voraussichten jetzt hier. Ich wollte gerade sagen, also man hat ja auch so ein bisschen die News von Aston Martin gelesen und nicht nur, dass Aston Martin ja am Auto entwickelt hat, sondern Aston Martin hat ja auch investiert, hat einen neuen Simulator aufgebaut, eine ganz andere Grundfläche, wo sich der Fahrer wohlfühlen soll. Ronny, kannst du das bestätigen? Das war auf jeden Fall neuen Werk, sind wir auch gerade am Bauen, also läuft. Siehst du, also Ja, Lawrence Stroll, der lässt das sich sind nicht doch große lumpen, Pläne. der investiert Millionen. Ja. Ja, und Aber ich habe selber zuletzt. nicht gedacht halt, ne? Also er hat sich auf dem zweiten Ende, wo ich gesehen habe, nur Platz 4 im Quali, dachte ich so, okay, da weiter geht es nicht nach vorne. Aber im Rennen hat sich das doch erweitert, dass ich auf dem zweiten komme. Dank Safety Car. Ja, Ja, aber auch ne. du warst ja einer der Fahrer, die sich keine Strafen eingeheimst haben. Es hätte ja teilweise fast noch der Sieg sein können. Du bist ja ganz knapp hinter Nikolai gewesen, wenn man seine 3 Sekunden abrechnet. Also. Ich habe wirklich alles aus dem Aston Martin geholt. Ich habe wirklich den ESS sowas von den Button reingezündet, was ging. Und dann kam ich auf der Gerade minimal noch ran an ihn. Wäre die Gerade noch etwas länger, hätte ich ihn vielleicht noch gehabt. Aber ja, da kam schon die Kurve und dann war halt just Nikolai. Ja. Dann ist er davon gefahren. Ein, zwei Runden noch. Na, mal gucken. Ja, Aber so oder ist er ein, dann zwei auch Runden nicht noch. weniger, da warst du ja noch im Fenster drinne. Ein, zwei Runden weniger und ich hätte ihn vielleicht gehabt. Glaube, wäre man mit dem Aston Martin auf Platz 1 gewesen. Nee. Also Aber ja, ich freue mich auf die Meisterschaft. ich wollte gerade sagen, wir sind gespannt, was ich ja vorhin auch schon sagte. Ferrari hält sich ja noch bedeckt mit seinem Auto. Die sind ja noch am Machen und Tun. Mal schauen. Letztes Jahr war Da Ferrari sind wir gespannt. schon sehr stark. Ob Ferrari da anknüpfen kann. Oder ob Und Aston Martin eventuell die zweite Kraft wird. aus den zweiten Fahrer von Aston Martin, den pushen wir auch noch ein bisschen. Also, dass der halt vielleicht auch vorne mitfährt. Mal gucken, Gibt was in es denn da Zukunft schon bringt. irgendwelche Bestätigungen, wenn du es schon ansprichst? Im Team. Ein Kommentar. Okay. Ja, mal abwarten. Wenn man hier als Das wird zweiten man Fahrer da halt bestätigt. in der neuen Season 9 sehen. Okay. Ja, dann sind wir mal gespannt. Und ich weiß nicht, also ich habe keine Fragen mehr. David, hast du noch welche? Aktuell nicht. Also es hat mir gefallen. Ne? Aston Martin wunderbar abgeschlossen. Schön gefahren, keine Strafen. Verdienter Platz 2. Also Respekt. Und wir sind auf jeden Fall gespannt, wie Aston Martin dieser Season abschneiden wird.
Das bin ich auch. Mit den Worten würde ich sagen, übergeben wir dann auch gleich an Nikolai. Ja, den Mercedes-Fahrer. Ja, Nikolai, Glückwunsch zum Sieg. Ja, servus. Danke. Machst du da weiter, wo du letzte Saison aufgehört hast? Schwierig, glaube ich, die Saison. Wieso? Was, ich glaube, viele Fahrer ja, haben mal einen Pace gewonnen auf jeden Fall. Bei mir jetzt nicht so stark, aber ich glaube, viele andere Fahrer haben gute Pace gefunden, deswegen. Ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass nicht so einfach. Diese Season auf jeden Fall schwer wird für dich, weil jetzt einige Fahrer doch ganz schnell geworden sind mit den neuen Autos. Wie schätzt du das ein? Kannst du deinen Weltmeistertitel hier verteidigen oder wird das hier abgegeben? Das ist schwierig. Ich meine, zu meiner Verteidigung, die Strecke, bin ich heute das erste Mal gefahren. Also Vorbereitung, es war halt so ein warmer Tag heute. Bin ich ein bisschen Zeitfahren gefahren als Vielfahrer. Ne? Und dann, das war quasi das erste Mal, dass ich auf der Strecke so ein Multiplayer-Auto halt dann gefahren bin. Ja, war natürlich sehr warm, ne? Im Rennen. Auch schwieriges Rennen, technisch schwierige Strecke, finde ich. Also. Ja, mit Höhen und Tiefen. Es ist keine einfache Strecke zum Fahren. Ich hatte erst gegen Surex halt ein Fernduell. Das ist. Wäre, glaube ich, nochmal spannend geworden am Ende, aber. Hat sich ja dann rausgedreht. Ich weiß nicht genau, was da los war. Weiß nicht, ob ihr was gesehen habt, was da genau passiert ist. Ja, ich glaube, Patrino, ja. Also da kam ja die Anweisung von McLaren, dass Surex jetzt, nachdem er dann sich frische Mediums geholt hat, die letzten 11 Runden Qualifying Laps hinknallen soll. Und es sah auch sehr gut aus. Also Surex hat wirklich sehr stark gepusht, hat es aber dann in der Kurve, wo es rechts bergab geht, zum Sektor 3 rüber. Da bergab hat sie ihn dann weggedreht, da hat er zu viel Wheelspin gehabt und dann ist er rechts in die Mauer geschlagen. Mit 13 oder was war das? Ja, genau, dann kam er nochmal Safety Car, dann nochmal auf den Mediums rein und Ronny hinter mir auch. Und ja, dann war dann, ich war dann glaube ich nur noch 5 Runden. Und ja, ich wusste, ich muss aus dem DRS erstmal rauskommen, so schnell wie möglich. Hab das auch irgendwie geschafft, keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, aber ich hab's irgendwie geschafft. Ich bin ja auch absolut ziemlich am Limit gefahren, auch sehr, ich habe fast keinen Fehler auch gehabt. Das war, glaube ich, so der Key. Also ich glaube, ein kleiner Quersteher oder so, dann wäre Ronny im DRS und ja, dann wäre es vorbei gewesen. Ja, aber auch jetzt zum Schluss, ne? Also du hast ja die 3-Sekunden-Strafe gehabt. Und das war nun auch noch eng mit Ronny, ne? Also da hättest du auch selbst in der letzten Runde einen Quersteher, hättest es auch gewesen sein richtig. Können, ne? Also aber auch gut stark gefahren von Ronny, also gute Pace auf jeden Fall. Aber, ja, wie gesagt, nochmal auf die Frage zurückzukommen, Meisterschaftstitel verteidigen. Mal schauen, ich bin ja auch nicht jedes Rennen da. Bin ja auch manchmal mit dem Lawrence unterwegs, da müssen wir natürlich neue Sponsoren anziehen, da kann ich nicht jedes Rennen mitfahren. Ja. Deswegen muss man halt schauen, ne, was kommt und wer da mein Cockpit verdreht, da weiß es ja nicht alles. Aber wird auf jeden Fall schwer, sag ich. Ja, weil gerade McLaren hat da natürlich schon 2 sehr gute Fahrer eingekauft. Ja, sehr stark. Surex hat heute gezeigt, dass das mit dem weit nach vorne gehen kann. Aber wir müssen auch berechnen, so wie Nikolai auch sagte, er war ja wenig vorbereitet auf die Strecke heute. Ich persönlich finde diese Strecke einfach wundervoll. Dieses Bergauf, Bergab und dieses Rausbeschleunigen aus den Kurven, wo du versuchen musst, maximale Traktion mitzunehmen, ist schon wirklich sehr gut. Und wer hier fehlerfrei durchfährt, ohne Dreher oder dergleichen, der ist schon gut in seinem Segment. Ja. Also an sich ein sehr schönes Rennen von allen Fahrern. Das hat mir gefallen. Alpine und Williams, die haben sich hier alles gegeben. Es hat mir einfach im Ganzen gefallen. Kann man nicht anders sagen.
Mir definitiv auch. Eine abschließende Frage an alle Fahrer habe ich noch. Wir haben ja heute noch ein Update gekriegt für das Spiel. Es war unser Preseason-Test. Habt ihr irgendwelche Problemchen gehabt? Gab es mit den Reifentemperaturen beim Start irgendwelche Probleme oder... Einführungsrunde? Nee. Hat nicht gemerkt. Ja, der Ritzen ist ja auch Wheelfahrer, oder? Was bin ich? Du fährst ja auch Wheel, oder? Nein, nein. Ja, genau. Ja. Was hast du für ein Wheel? Ein Fanatec. Das ist mit 8 Newtonmeter. Ach, die CSLDD, oder wie? Ja, genau. Ein Formula also. V2. Mhm. Und Lotzel. Aber ich bin in dieser Strecke bin ich heute auch das erste Mal gefahren, aber du oder Ronny ist ja so schnell wie ich so. Habe ich ja schon gemerkt. Jetzt muss ich noch ein bisschen reinkommen. Ja, und ich hatte jetzt auch keine Probleme mit dem Wheel, auf jeden Fall. Ich habe auch das gleiche wie der Flitzer. Ja, und Ronny hat auch das gleiche. Also wir können feststellen, also mit Fanatec gibt es anscheinend keine Probleme. Ich hatte gar nichts, ne? Aber davor, Entschuldigung, vor diesem Patch jetzt, öfters einfach in der Kurve mal ausgeschaltet oder so. Ja, mir auch. Das genau. War schon das gleiche, bei mir auch. Nervig, ja. Aber mal schauen. Jetzt ist alles gut, ja. Ja, dann hoffen wir mal, dass das alles was gebracht hat. Dass wir nächste Woche unsere Saison starten können. Wird auch wieder eine anspruchsvolle Strecke. Und vielleicht können wir dieses Jahr Mercedes von Thron kicken. Ja, mal abwarten, mal schauen. Wir sind gespannt und so. Ja. Ja. Kurzer Teaser vielleicht, Patrino, was nächste Woche ansteht, oder? Was nächste Woche ansteht? Ja. Also grundsätzlich, wir aus unserer Kommentatorenkabine müssen noch ein paar Hausaufgaben machen, muss ich ehrlich gestehen. Mhm. Wir haben heute leichte Schwierigkeiten gehabt mit dem Stream. Das wollen wir zu nächster Woche natürlich noch eingrenzen. Technische Schwierigkeiten, ja. Genau. Wenn das dann so laufen sollte, wie wir uns das vorstellen, dann ist auf jeden Fall auch wieder von unserer Seite Entertainment angesagt. Aus der Sicht der Fahrer, die Fahrer bieten uns auch nächste Woche wieder Entertainment. Ich hoffe, dass Ferrari sein Auto bis dahin fertig hat und an den Start gehen kann. Wir sind im wunderschönen Frankreich. Nein, wir wollen nicht am Eiffelturm stehen und irgendwie über die Liebe sprechen, sondern wir sind an der Rennstrecke und teilen unsere Liebe zum Automobilsport. Ja, ab 20 Uhr geht's hier los. Wer so lange nicht warten möchte, der darf gerne aber auch schon am Donnerstag bei uns nochmal live einschalten. Da sind wir wieder in Assetto Corsa Competizione im Poseidon Cup. Am Donnerstag fahren wir in Kyalami bei strömendem Regen. Das wird auch wieder eine ganz spannende Geschichte. Ich glaube, der Ritzenflitzer, du bist auch wieder dabei am Donnerstag. Sowieso. Sowieso, ne? mich werdet ihr dann nicht hören, aber ihr könnt mich gerne hinterm Steuer verfolgen. Ja, und insofern, mit diesen Worten möchte ich mich ganz gerne verabschieden. Ich wünsche euch Zuschauern und auch Fahrern noch einen wunderschönen Abend. Viel Erfolg für die nächste Saison. Und dann hören wir uns in einer Woche. David, du darfst jetzt auch. Ja, ich verabschiede mich auch. Ich freue mich auf die Season, auf die kommende Season. Und ich bin beeindruckt vom Testfahren, vom Testrennen. Und dann freue ich mich auf Frankreich. Das war's. Dankeschön. Von mir. Bis dahin, vielen Dank nochmal an alle und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.